Im Achtelfinal-Hinspiel treffen Lazio Rom und der FC Bayern München aufeinander und wir hören erstmal in die Hymne rein. Schauen wir auf die Aufstellung von Lazio Rom. Sicherlich der leichte Außenseiter in diesem Duell mit dem letztjährigen Champions League-Sieger. Aber da ist Lazio Rom auch so selbstbewusst zu sagen, wenn wir richtig gute Tage erleben gegen den FC Bayern, dann können wir auch den deutschen Rekordmeister schlagen. Der FC Bayern München von Corona mittlerweile auch nicht mehr gänzlich verschont. Dementsprechend die Aufstellung fast von alleine aufgestellt. Wir gucken uns das Ganze gleich an. Mannschaftsporträts gehören dazu. Neuer im Tor, das ist ja eine Institution. Vor allem auffällig auf der 10 heute. Musiala, der Auftritt. Ansonsten, wie gesagt, ist das weitestgehend von alleine aufgestellt. Springen wir ins Spiel. Der FC Bayern München in den roten Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links. Von Beginn an Spiel bestimmend und dominant. Von Lazio erstmal in der Defensive viel gefordert. Das ist aber Musiala zu Robert Lewandowski, der es überragend macht. Und mit der ersten Chance das 1:0 für die Gäste erzielt. 13. Spielminute vorher Lazio. Defensiv sehr kompakt. Eben das die allererste Abschlusssituation überhaupt. Und sie führt direkt zum Führungstreffer der Münchner. Da bekommt Musiala am Strafraumrand zu viel Platz, leitet direkt weiter. Wie sensationell Lewandowski das mit dem Rücken zum Tor macht, sehen wir hier. Gegen Bielefeld hat er es ähnlich gemacht. Dort hat er den Ball mit der Brust angenommen und dann perfekt mit dem Rücken zum Tor verwandelt. Hier macht er es mit dem Fuß und schließt dann auch dementsprechend ab. Lazio Rom musste sich kurz erholen, aber auch dann von den Italienern etwas nach vorne zu sehen. Mit Immobile vor allem, der hier nach 18 Minuten das erste Ausrufezeichen setzt. Wirkliche Probleme gibt es hier nicht für Manuel Neuer. War aber durchaus der ein oder andere Münchner Spieler vorm Ball. Dementsprechend nicht so viel Reaktionszeit für Neuer. Aber der Ball war eben etwas zu lasch geschossen. Knappe halbe Stunde gespielt. Lazio Rom mittlerweile mit dem Ausgleich auf dem Kopf. Mit Correa hier, wo Manuel Neuer dann erneut eingreifen muss. Das ist kein überragender Kopfball, aber den erstmal mit solchem Druck zu bringen, ist auch nicht verkehrt. Vor der Pause noch einmal Lazio Rom. Der FC Bayern München erruhte sich etwas aus auf dieser Führung. Klar, das sind anstrengende Wochen, doch die hat Lazio Rom eben auch zu verkraften. Lucas Leiva zu Correa und jetzt ist der Ball im Tor. 42. Spielminute, das 1:1. Verdienter Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Der FC Bayern München hat sich das selbst zuzuschreiben. So geht es dann hier in Ordnung. Neuer ist logischerweise nicht damit einverstanden, was seine Vordermänner da machen. Boateng und Alaba machen es dann eigentlich zu, doch Correa bekommt noch den richtigen Moment abgepasst, schließt dann ab. Der geht direkt neben dem Pfosten rein. 1:1 stand es dann auch nach 45 Minuten. Lewandowski bislang der Hoffnungsträger, mal wieder beim FC Bayern München, der die frühe Führung erzielt hatte, aber vollkommen zu Recht dann der Ausgleichstreffer für Lazio Rom. Springen wir in den zweiten Durchgang. Dort wieder der FC Bayern München mit einem anderen Gesicht. Die mussten jetzt auch wieder aufwachen. Hansi Flick wohl mit den richtigen Worten in der Kabine. Robert Lewandowski kann eigentlich selber abschließen, liegt dann quer, versucht da Musiala zu erreichen.
Reina im Tor von Lazio Rom, den kennt man bei Bayern München noch. Verletzt sich hier nicht, weil Musiala dann doch noch rechtzeitig zurückzieht. Kleine Kollision, die aber für beide verkraftbar war. Ging also weiter. Der FC Bayern München mittlerweile aber deutlich wacher. Mit Leon Goretzka und Robert Lewandowski, der weit im Mittelfeld zu finden war. Holte sich teilweise die Bälle ab und dann vorne in Position gebracht von Goretzka. Leroy Sané in der 53. Spielminute, der hier aus nicht optimalen Spitzenwinkel zum Schuss kommt, sodass die Fußabwehr von Reina den Einschlag verhindern kann. Noch keine Stunde gespielt. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs hatte es richtig in sich. Lazari mit dem Ball am Fuß nimmt dann auf der rechten Seite bisschen Fahrt auf. Lucas Leiva zu Ciro Immobile und der darf eigentlich nicht so abschließen im 16-Meter-Raum. Dann wird es immer brutal gefährlich. Aber Neuer ist im gefährdeten Eck und kann den Ball dann zum Eckstoß abwehren. Wieder mal die Lebensversicherung des FC Bayern. Ist ja immerhin auch das Hinspiel eines Champions League-Duells. Das heißt, der Auswärtstreffer, der so wichtig ist, den hat der FC Bayern München sich schon mal erarbeitet. Hier aber muss dann eigentlich auch der zweite fallen. Vorgelegt von Sané. Choupo-Moting schließt ab, aber auch das ist nicht der allerbeste Winkel. Dann auch von Reina wiederum gut reagiert. Sané im Nachhinein dann im Abseits. Der Treffer hätte aber noch gezählt. Süle heute auf der rechten Verteidigungsposition, vertritt weiterhin Pavard. Kimmich tritt auf den Ball. Choupo-Moting quergelegt. Viel Platz für Lewandowski. Und der macht dann deutlich zu wenig draus, vor allem mit seiner Qualität. Den trifft er einfach nicht richtig. Etwas überhastet schließt er da ab. Normalerweise ist das aus der Position ein sicherer Treffer. Aber der FC Bayern München blieb dran, wollte Lazio jetzt wirklich nicht mehr aufkommen lassen. Und in der Schlussphase hatten sie dann auch das Zepter komplett in der Hand. Und das ist Kimmich mit einem abgezockten Lupfer, der fast hinten einschlägt. Fraglich, ob das so gewollt war, aber sah schon ziemlich nach einer gezielten Aktion aus. Auch Lazios Schlussmann heute durchaus zu loben. Schlussphase. Bayern wollte unbedingt den Auswärtssieg. Mit Choupo-Moting und Goretzka geht das vorwärts, aber Acerbi kann dann in letzter Instanz noch klären zum Eckstoß. Das hätte sonst gefährlich werden können. Kimmich stand da und hätte gerne eingeschossen. Den anschließenden Eckstoß sehen wir hier. Kimmich holte sich den Ball und bringt ihn in den 5-Meter-Raum. Und Lewandowski nickt das Ding ein. Weil Reina auf der Linie kleben bleibt. Im 5-Meter-Raum eigentlich an den Ball muss. Robert Lewandowski wird es aber egal sein. Der köpft den Ball ein und bringt Bayern in letzter Minute zum zweiten Mal in Führung an diesem Dienstagabend und vergrößert damit die Weiterkommenschance um ein Vielfaches, setzt sich dann auch im Kopfballduell durch und bringt Bayern zu den doch verdienten Lorbeeren. Dann war Feierabend, mal wieder Robert Lewandowski im Mittelpunkt, der mit seinen zwei Treffern hier die Tür zum Viertelfinale ganz weit aufstößt. Lazio Rom hatte sich lange Zeit gut geschlagen. In der Schlussphase ließen dann die Körner etwas nach. Und somit dieses Resultat eben vollkommen verdient. Jo, das war's dann mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt gesund und adios.